Wir haben abends Fernsehen geguckt und da hat der Schabrowski ja das alles vorgelesen, was der da alles so gemeint hat. Und wir haben das ja, das erste Mal hat er, glaube ich, 19:30 und dann haben wir noch irgendeine Sendung geguckt und hinterher haben wir das nochmal gelesen. Wir waren uns also einig, morgen rennen alle Leute auf den Angelsteg, das war am Schillerplatz, und lassen sich da so einen Stempel geben, dass sie ausreisen können. Und dann ist aber unklar, ob die wiederkommen dürfen. Das war also irgendwie uns unklar. Und so haben wir das verstanden und sind abends ins Bett gegangen und haben natürlich super geschlafen. Am anderen Morgen hat mich mein Mann geweckt und hat gesagt, du, sein Bruder von Mainz hatte angerufen und hatte gesagt, du, wie toll das ist. Deine Eltern haben schon die ganze Nacht eine Flasche Sekt nach der anderen getrunken und die Mauer ist auf. Und wir hatten das ja noch gar nicht realisiert oder so. Und da kam mein Mann und hat gesagt, du, die Mauer ist auf. Und da habe ich gesagt, also es ist ja wirklich, es passiert jetzt so viel und das geht alles so schnell und so rasend schnell. Aber die Mauer auf, jetzt spinnt er wirklich. Also das glaube ich nicht und so. Und wir haben ja abends, wir haben Deutschlandfunk gehört, aber ab 18 Uhr kamen dann solche ätherischen Störungen, dass wir keinen Deutschlandfunk mehr gekriegt haben. Also haben wir das wirklich auch nicht gehört oder so. Und ja, da bin ich aufgestanden und mal langsam und das stimmt doch alles gar nicht und was weiß ich nicht. Und dann haben wir dann Deutschlandfunk angemacht und dann mit den Ohren richtig dran und haben da gehört, ja tatsächlich in Berlin haben sie die Mauer gestürmt und wir haben das dann also im Deutschlandfunk gehört und also wir waren fassungslos. Ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein oder so. Und da fiel mir dann ein, 1964 hat eine Nachbarin in Erfurt zu mir gesagt, Angelika, die Geschichte von Deutschland ist schon immer eine von Trennung und Wiedervereinigung gewesen. Du wirst das noch erleben, ich nicht, ich bin viel zu alt. Und das habe ich der Nachbarin damals auch nicht geglaubt. Ich habe gedacht, naja, die spinnt ja. Und so, ich werde das nie, die Grenze ist zwar jetzt nur erst 3 Jahre, aber das kommt nie vor. Ich habe das nie geglaubt, dass das möglich ist.